Im Hausgarten vertikutieren wir zur Regeneration, dass wir die Rasenfläche, die wir haben, aufbessern. Vertikutieren ist das Senkrechtschneiden bis 1-2 mm in die Erdschicht. Unkräuter wachsen normalerweise senkrecht nach oben. Durch den regelmäßigen Rasenschnitt lernen die Unkräuter, nach oben geht's nicht, also legen sie sich flach. Endeffekt hier der Löwenzahn legt sich flach rein. Jetzt erwischen wir ihn mit unserem Rasenmäher nicht mehr. Er verdrängt aber unsere Rasengräser. Wenn der Rasen nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt ist, setzt sich Moos und Unkraut durch. In dem Fall gehen wir her, wir schneiden senkrecht, längs und quer und drängen so im ersten Schritt Moos und Unkräuter zurück. Wir vertikutieren unseren Rasen längs und quer, um Ausläufer bildende Unkräuter und auch Moose bestmöglich zu entfernen. Dadurch, dass wir beim Vertikutieren senkrecht schneiden, schädigen wir immer auch leicht unsere Rasengräser. Deswegen rate ich persönlich davon ab, ihn ein-, zweimal im Jahr zu vertikutieren, sondern tatsächlich, wenn der Befall da ist, wenn wir etwas regenerieren wollen, wenn wir den Rasen wieder herrichten wollen. Das herausgearbeitete Material entsorgen wir einfach über den Kompost, über die Biotonne oder die Grüngutsammelstelle. Nach dem Vertikutieren sehen wir sehr schön, es ist weniger Unkraut, wir haben offene Flächen, die Rasengräser stehen vereinzelt. Hier an diesen offenen Stellen ist es jetzt wichtig nachzusehen. Andernfalls verbreitet sich das Unkraut schneller als der Rasen.